Servus miteinander, ich bin's wieder, euer Oerdl, und wir starten heute ein neues Projekt auf dem Channel. Ihr wisst ja, ich spiele Dead Space in einem anderen Projekt und im Gegensatz dazu brauche ich einfach mal ein bisschen was Entspannendes. Deswegen hätte ich gesagt, fangen wir heute mal mit Minecraft an. Wie ihr seht, wir sind hier im Weltenmenü. Stellen wir gleich mal eine neue Welt hier. Der Oerdl fails, wins, loses. Dice, was sicherlich alles passieren wird. Spielmodus lassen wir überleben. Hardcore ist dann doch zu hardcore, denke ich. Weitere Weltoptionen. Wir machen keinen Startwert für einen Weltgenerator. Da habe ich keine Ahnung, was man da überhaupt eingeben muss. Welttyp ist Standard. Bonus-Truhe ist aus. Cheats aus. Ja, ich lass Cheats aus. Ansonsten ist es einfach zu verlockend, irgendwie da zu cheaten. Und wir wollen ja hier fair spielen, ne? Ihr seht schon, die Welt wird geladen, die Landschaft wird generiert. Okay, ja, jetzt sind wir. Jo, jetzt sind wir drin. Die Welt lädt sich noch ein bisschen hier auf. Drücke E, um dein Inventar zu öffnen. Ach, wir haben eine Errungenschaft erzielt. Ist das nicht schön? Hallo. Oh. Okay. Oh, ich habe Schwein. Ah, geil. Lernen wir zum Anfang hier Schweine. Piggy. Wuhu. Du bist mein Frühstück. Solche kleinen Schweine wie dich fresse ich zum Frühstück. Ist ja blöd, es geht da rein, da kommt es nicht mehr raus. Das ist deine Todesfalle, Schwein. Du-dum. Wir haben ein bisschen Erfahrung. Oh, und jetzt machen wir es richtig fies hier. Jetzt hauen wir das mit dem Fleisch von seinem Freund hier. Oh, ich bin so gemein. UNESCO sperrt mich ein. Cool, schon fünf Steaks hier. Saugeil. Normalerweise brauche ich am Anfang immer ewig, um ein bisschen mal was zu essen zu finden. Ach, da bist du. Hallo. Das bleibt nur noch stehen und schaut mir zu hier. Sehr genial. Irgendwie rennt es doch dann ein bisschen weg. Komm, spring da hoch. Geht doch. Ist noch ein kritischen Treffer hier und dann ist weg. Nein, noch nicht ganz. Hallo, wo bist du denn? Hier. Oh. Das war jetzt aber kompliziert, oder? Meine Fresse, ey. Zumindest haben wir während der krassen Verfolgungsjagd hier schon mal einen Samen gekriegt. Wie ihr seht, es buggt noch ein kleines bisschen. Wenn wir da hingehen, dann wird es gleich aufhören. Nicht komplett, aber egal. Auf jeden Fall, wir sind hier an einem Wald nahe diesem Wüstenterritorium hier. Ich will kein Haus in der Wüste bauen. Wir werden dann schön da hinten in Richtung Wald gehen. Aber ich hätte trotzdem gerne acht Tintenfische. Trotzdem gerne das Zuckerrohr hier, deswegen gehen wir da einfach mal vorbei hier. Tschak, tschak. Und vier Zuckerrohr. Yay. Ich stehe auf Süßigkeiten. Tauchgang. Captain Nemo, wir tauchen auf. Was ich sehr schön finde da, bei dem Wald jetzt zum Beispiel, sieht man das sehr gut, dass diese unterschiedlichen Farben vom Laub, ne? Ist jetzt auch noch nicht ewig. Ach so, was ich vielleicht noch hinzusagen sollte. Komisch, wie sieht das hier unten? Egal. Auf jeden Fall, wie ihr seht, wir spielen im Default Texture Pack. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welches Texture Pack ich nehmen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Errungenschaft erzielt. Dreimal auf Holz geklopft. Also wie gesagt, Texture Pack Vorschläge in die Kommentare. Wenn es mir gefällt, dann werde ich es nehmen. Am besten gleich mit Link, das wäre am allercoolsten. Und bitte, nicht irgendwie über Adflyer. Ich habe keinen Bock, mir dann ein extra Konto zu erstellen. Ich schlachte nämlich viel lieber Schweinearbeit, als mir Kontos zu erstellen. Vor allem, wenn sie so lecker Steaks geben. Fallschaden. Huhu, Opfer. Oh nein, Gott, da hinten ist ja nochmal eins. Das war jetzt schon ein richtiger Schweinefail, ey. Ich sag mal, wie viele Schweine sind. Da hinten sind ja noch mehr Schweine. Das war jetzt wieder so ein typischer Schweine-Idiotismus hier. Blöd wie immer laufen es voll gegen den Baum, wenn ich sie hier angreife. Okay, jetzt haben wir neun. Ich will den armen Tieren hier nichts weiter tun. Ich würde sagen, das reicht an Steaks erstmal. Ach du Scheiße, ey, hier sind ja nur Schweine. Ich bin voll ins Schweinegebiet gekommen. Schwein, Schwein, Schwein. Nur Schweine hier. Meine Fresse. Der eine Grunzer war ich gerade übrigens, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Hier, bisschen entlauben. Alles muss hier weg, alles entlaubt werden. Ansonsten finde ich mein Haus nicht wieder, wenn ich mir hier was baue. Da ist ein recht hoher Punkt. Vielleicht sehen wir da hinten was.
Einmal eine Treppe reinbauen, bitte. Dankeschön. Ach so, bis dahin hat es noch nicht geladen, ne? Wieso sind hier überall Setzlinge? Da schon wieder zwei. Ich habe da überhaupt keinen Baum gefällt. Ja, okay, ich habe einen Baum gefällt, aber nicht da hinten, nicht da vorne. Irgendwo da hinten war das. So. Gehen jetzt einfach mal dahinter, wo sich's noch nicht besonders gut geladen hat. Hier, Wasser. Wasser ist gut. Da findet man sein Haus schon mal um einiges besser wieder, als wenn ich es jetzt einfach hier mitten zwischen die Bäume knall. Dann können wir gleich, spätestens in Folge 2 oder 3, können wir gleich mal ein neues bauen hier. Was ich übrigens auch dazu sagen sollte, die Minecraft-Folgen werden generell nicht so lange wie die Dead Space-Folgen. Weil ich finde, dass man beim Horrorspiel längere Parts braucht. Entschuldigung. Da braucht man einfach längere Parts, weil ansonsten kommt da keine Stimmung, keine Atmosphäre auf. Aber hier, Minecraft hat man ja das Problem nicht. Das heißt, da werden schöne Parts, die kann man nochmal beim Klo gehen oder so schauen. Vielleicht sollten wir mal aus dem Eichenholz Eichenbretter machen. Hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Und vielleicht auch gegen den zweiten Baum nichts. So. Lalalala. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Also so ein bisschen am Sonnenstand orientieren, weil ich möchte natürlich zumindest ein bisschen einen Unterschlupf haben, bis die ersten Creeper und Zombies und Skelette und Spinnen und Skelettspinnenreiter und sowas in der Art halt bei uns auftauchen hier. So, dann haben wir schon 44 Holz. Passt. Ziemlich genau Mittag. Da hinten vielleicht so. Naja, okay, da ist eine Höhle. Vielleicht kommen da Viecher raus. Nee, ich könnte mein Haus auch da hochbauen. Da sind die Bäume ein bisschen dichter als da drüben. Ich weiß. Oh, schöne Musik. Schöne Musik. Hinten sind schon wieder Schweine, ey. Bin ich im Kreis gelaufen oder sind hier einfach verdammt viele Schweine? So viele Schweine hatte ich noch nie an einem Fleck und ich bin jetzt nicht der absolute Minecraft-Noob hier, der jeden Tag 5 Stunden zockt, aber ich spiele schon mal gelegentlich. So viele Schweine habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Dabei haben wir doch nicht mal große Biome angestellt oder so, ne? Wenn es jetzt hier ein riesiges Schweinezuchtgebiet wäre oder so. Nochmal Schweine. Das mit dem Fluss hier ist fast ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ach, wobei. Hier, ich baue jetzt hier schön. Hier direkt am Wasser bauen wir jetzt das Haus. Ich habe diesen Platz gesehen und ich wusste, es wird meine Zukunft sein. Haben wir gleich noch ein bisschen Erde hier. Ja. Hier kommt unser Haus hin. Unsere Festung. Unser Lebenswerk. Wunderschönes Strandhaus werden wir hier bauen. Wenn wir uns dann hier ein bisschen Existenz aufgebaut haben, ein bisschen Rohstoffe gesammelt haben und so, dann bauen wir uns ein Zweithaus und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst ungefähr, wie es dann weitergehen wird. Natürlich wird man unsere Siedlung hier ausbauen. Ich bin nicht bloß auf Erze oder so aus. Nein, ich will hier konstruieren. Ich will Architekt werden. Ich will hier meine Fantasien, meine kranken Fantasien ausleben. Von denen ich hoffentlich nicht so viel zeige, ist ja peinlich. 20. Oh, genau 64. Buja. 1, 2, 3. Ja, ein bisschen weiter hinter als 3 Blöcke soll es eigentlich schon gehen. Okay, passt. Oh, ich baue es bis direkt ans Wasser hier. Ihr seht schon, ich bin nicht gerade so der Pro im Blöcke besetzen, aber das wird schon noch, das wird schon noch. Arbeite ich ein wenig dran und dann geht das. So, bis wo lang geht das hier? Ach so, das ist natürlich cool hier. Wenn unten drunter Wasser ist. Na, wobei. Ich finde es besser, wenn es auf Sand. Ah, hier. Warum bauen wir gleich mal so eine Art Weg hier außen rum? So. Nein, du gluckerst bitte nicht ab hier. Gut, dass Sand da unten fällt. Ansonsten, nein, ich wollte auch keinen Sand wegschmeißen. Geht doch. So, da bauen wir gleich mal so einen Weg hier außen rum. Ganz ehrlich, ist das nicht schön? Gut, Leute. Wir haben ja den Standplatz für unser Haus gefunden. Haben schon fast 10 Minuten gespielt. Wir sind beinahe am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch viel Glück auf eurem weiteren Lebensweg.
Wenn ihr den nächsten Part sehen wollt, dann klickt rechts oben. Wenn ihr mich weiter hier falsch Blöcke setzen sehen wollt, klickt auch rechts oben. Und wenn ihr immer über alles auf dem Channel informiert bleiben wollt, dann klickt doch einfach auf den Knopf, der gleich auftaucht. In 3, 2, 1.